Feliz Navidad alle zusammen. Ich hoffe, ihr hattet eine schöne Weihnachtszeit. Wir haben heute etwas ganz Besonderes vor, weil wir haben ganz coole Nachbarn hier neben uns. Und die haben ein ganz besonderes Fahrzeug und den stellen wir euch heute vor. Kommt mal mit! Neben uns stehen nämlich Sander und Nico. Und da gucken wir heute mal in dieses wunderschöne Teil. Den beiden gehört das nämlich. Ich bin die Nicola. Und ich bin der Sandor und wir sind jetzt seit 16 Monaten, glaube ich, unterwegs. Ja. Und wie wir zum Schulbus gekommen sind, haben wir eigentlich primär dir zu verdanken, würde ich sagen. Ja, wir haben halt einen Bus gesucht, in dem wir viel Platz haben, vor allem. Und der ist halt schön groß. Also haben wir das Layout, das wir wollten, in den Bus bekommen, vor allem wegen der Breite. Und das war so der Hauptgrund. Ja gut, und weil er halt Style hat. Ja. Seit wann habt ihr den? Den gekauft im Januar 21. Ja, zum Ausbauer gebracht. Den haben wir nicht selber ausgebaut. Wir hatten vorher einen Fiat Ducato, den haben wir selber ausgebaut. Bei dem ist ein bisschen mehr gewesen, so ein großer Gastank drin und so. Das haben wir uns nicht getraut und ja, wollten auch loskommen. Ne? Deswegen haben wir ihn ausbauen lassen. Ja. Und ja. Mega, ja, dann lasst uns mal angucken. Ja. Wir sind schon gespannt. Also, das ist natürlich total abgefahren. Haben wir jetzt auch nicht jeden Tag solche Nachbarn hier neben uns? Da müssen wir natürlich mal reingucken. Genau, die kommen in den Staaten. Ab Werk sind die alle offen. Also es gibt quasi kein Schloss per se. Deswegen haben wir hier so eine Schlüsselbox hingemacht zum Aufmachen. Das ist rein mechanisch dann, oder? Dieses ganze Türmechanismus. Genau, ja. Das ist von 2007, aber trotzdem, da haben sie nichts irgendwie an Automatik oder so verbaut. Ja. Und ja, da war 5 Jahre im Schuleinsatz in Maryland, in den Staaten. Und die müssen aussortiert werden nach 5 Jahren oder nach 120.000 Meilen und dann kommen die auf den Markt zum freien Verkauf. Verrückt. Das ist die Zoe, das ist unser Team Security Nummer 1. Jetzt mal Schuhe ausziehen. So, jetzt kommt mal rein, das ist ja schon echt eine andere Liga. Wir haben ja mit Pablo schon einen echt großen Van jetzt bekommen, aber das hier ist natürlich... Wie groß ist der Gute denn? Also wir haben mit noch einen Rollerträger dran, wo wir den Roller draufstellen können. Mit dem ist er 69. 69. Ja. Und dann wahrscheinlich 2 Meter irgendwas breit? Ja, ich glaube, weißt du es noch genau, die Innenmaße? Ah, ich glaube, das waren 2,40. Das Problem ist, die 2 Außenspiegel, das ist nochmal breiter beim Fahren. Also da kommen wir auf, also Gesamtbreite ist noch ein bisschen mehr, wenn man die Spiegel mitrechnet, so um die 3 Meter. Und dann charakteristisch natürlich einmal die ganze Front mit den Fenstern einmal ringsherum. Genau. Wir haben jetzt 7 Fenster auf jeder Seite, die gibt es aber auch in mehreren Größen, gibt es auch mit 4 oder ich glaube, das ist das größte, 14 pro Seite. Ja, und dann gibt es noch 11, aber wir haben so den mittleren. Ja. Und von eurer Raumaufteilung, was habt ihr euch da gedacht? Wir wollten halt so ein bisschen, dass wir so eine Wohnzimmerstimmung haben, deswegen halt auch mit der Couch, dass die halt fest ist. Man kann die noch ausziehen, wenn man halt zu zweit irgendwie liegen will, aber genau, das war uns ganz wichtig. Jetzt haben wir hier halt unseren Tisch zum Ausziehen. Wenn wir da was kochen wollen oder zusammen essen oder so. Und einer sitzt meistens irgendwie hier auf der Beifahrerbank. Die kann man dann umklappen wahrscheinlich? Das genau, ist so, das sind einfach nochmal 2 Sitzplätze für während der Fahrt. Halt eine ganz normale Bank aus dem Sprinter. Und da unten ist der Hundeplatz, sehe ich schon. Ja, das ist die Hundebox. Team Security Nummer 2. Ja, ja. Hier traut sich keiner rein, würde ich sagen. Oh, jetzt geht's los, ja. Okay, das ist halt heiß. Ja, ist jemand anders im Fokus hier. Er ist schon 11, ist schon unser Opa. Aber wir fühlen uns eigentlich immer gut. Ich musste jetzt eine längere Zeit nach Deutschland. Und da habe ich mich schon wohl gefühlt, dass dein Bodyguard... Ja, ist ja ein guter Security. Cool. Ja. Die Hundebox kann man auch noch ausziehen. Über die ganze Breite dann, oder? Ja, ungefähr bis dahin. Also eigentlich so weit wie der Tisch. Ah ja, ist so, sehr cool. So ungefähr. Ja. Und da können die während der Fahrt rein und haben halt genug Platz auch. Und dann natürlich Stromsetup, Solar auf dem Dach, oder? Ja, genau. 400 Watt haben wir. Und haben jetzt auch nochmal nachgerüstet von der Batterie her, weil es im letzten Sommer immer echt knapp war mit Arbeiten und sowas. Und jetzt haben wir 620 Ampere-Stunden Lithium. Okay. Und das dauert echt lang, bis es leer ist. Und gerade jetzt hier im Süden, auch im Winter, lag das auf jeden Fall lang. Ja. Guck mal ein bisschen näher. Also eins meiner absoluten Highlights natürlich, wo ich jedes Mal neidisch bin, wenn das irgendjemand hat, einen eigenen Kamin. Aber ihr habt, glaube wahrscheinlich auch noch eine andere Möglichkeit zu heizen. Genau, wir haben noch so einen LPG-Gastank unten drunter. Ich glaube, der hat 60 Liter. Kannst du dann immer nur zu 80% befüllen, aber... Klappt eigentlich ganz gut. Reichlich zum Heizen dann wahrscheinlich. Ja, genau. Und Zoe fühlt sich auf Teppichen sehr wohl.
Wir haben tatsächlich im Bilbao mal das Problem gehabt, dass die Heizung ausgefallen ist. Ja. Und da haben wir nur den Kamin gehabt zum Heizen. Und das macht schon mega warm halt, ja. Dass dann irgendwie 30, 32 Grad. Ja. Hat gut funktioniert und macht eine schöne trockene Hitze. Wir haben ja sehr viel Scheiben, also viel Fenster. Mhm. Und die sind keine Camperfenster. Das heißt, die sind nicht doppelt isoliert. Das heißt, du hast schon das Problem mit Kondenswasser, wenn es außen sehr kalt ist, innen warm. Und das macht trocknet richtig schön aus. Also ein paar Mal heizen wir dann richtig an, dass wir kein Schimmelproblem bekommen. Wie findet ihr den Sichtschutz hier drin? Weil ihr sitzt ja schon, ihr habt schon einmal ringsum relativ viele Fenster. Wie fühlt ihr euch drin? Also genug Privatsphäre, so dass ihr das euch so machen könnt, dass ihr jetzt nicht so beobachtet wird? Ja, also es war ungewohnt am Anfang tatsächlich, weil das auch immer also auffällt, zieht Aufmerksamkeit auf sich, ungewöhnliches Fahrzeug, meistens kennst du es irgendwie nur aus dem Fernsehen halt oder so. Aber die Menschen begegnen uns immer sehr positiv. Die Fenster sind, du kannst von außen nicht wirklich reingucken. Die sind verdunkelt. Getönt, ja. Ja. Und du hast also diese Vorhänge, wir könnten theoretisch alles hier abschotten und das ist komplett blickdicht. Ja. Also jetzt ist echt super. Ne? Das, ich weiß nicht, diese Vorhänge hast du selber genäht, ne? Das sind so doppel... Genau, das sind halt so Thermovorhänge auch und ja, kommt halt nicht so viel Sonnenlicht durch. Also das geht auf jeden Fall ganz also gut. Wenn wir keine Lust haben, gesehen zu werden, dann können wir alles abdunkeln und uns hier, keine Ahnung, Beamer aufhängen und eingraben. Ja. Aber ansonsten auch ganz normal isoliert wahrscheinlich drunter. Ja, genau. Da war vorher Glaswolle drinnen. Ach. Ja. Und wir wollten gerne die Originaldecken behalten, das heißt Decke abmachen, Glaswolle raus. Ist auch made in America, ne? Schulkinder und dann Glaswolle im Dach, naja gut. Ja. Und das jetzt Amaflex drunter, ja. Verrückt, ich sehe es gerade, was ganz cool ist, weil das ja eine Metallverkleidung ist. Ja, und die dann wahrscheinlich auch magnetisch. Ja, voll geil, mit den Haken davon. Wir können immer alles an die Decke hängen. Ja, also das ist echt super zum, gut, jetzt hängt unsere kleine Box da. Wir haben auch eine Leinwand und einen Beamer. Ja. Das machen, klemmen auch einfach an die Decke und können die Couch ausziehen. Und wenn wir mal Lust haben, irgendwie Netflix zu gucken oder einen gemütlichen Abend. Genau, das ist schon echt praktisch. Oder zum Aufhängen, zum Trocknen von Sachen, Geschirr, Spültücher und so. Schon nutzen wir oft eigentlich. Ja. Sehr cool. Und eine riesen Küchenzeile. Das bietet sich natürlich an, wenn man so viel Platz hat. Was habt ihr hier? Ein Campinggaskocher zweimal, also ein festverbauten. Ja, genau. Wenn wir keinen Hausstrom haben, zünden wir einfach mit dem Feuerzeug. Aber wenn der Wandler an ist, genau, dann geht Papier zum Zünden auch. Genau. Kleinen Backofen hier drunter. Ja, der ist echt super. Wir haben den oft schon benutzt. Der ist jetzt wirklich nicht sehr groß. Das ist klasse. Also das war... nutzen wir schon oft, würde ich sagen. Ja, wir backen eigentlich fast jeden früh Brot und so. Ja. Ja, uns hat es ja gefehlt, das deutsche Brot. Ja. Und Nicola hat jetzt eigentlich schon, wie lange, bestimmt über ein Jahr, haben wir uns immer Sauerteig da, Sauerteigbrot. Lange nicht, aber ja, genau. Also selber gebacken und ja, inzwischen ist es echt gut geworden. Also schmeckt richtig lecker. Ja, hier ist einfach noch Kühlschrank. Ganz normal, eine Verkleidung, so ein Gefrierfach. Sehr aufgeräumt und leer, wie ihr seht. Komplett voll. Aber läuft mit 12 Volt und ja, für uns langt es super, ne? Wir haben hier unten einfach so Unterlegscheiben in den Schrank geschraubt. Und an die Gläser habe ich mit Epoxidharz einfach so ein paar Magneten reingeklebt. Also mega easy, hat voll gut funktioniert. Es sind halt so ein bisschen Kunststoffgläser, aber es geht bestimmt auch bei normalem Glas. Und ihr habt nicht nur die Gläser, sondern auch das ganze Besteck, sehe ich da hinten. Genau, unser Besteck, gut, das ist natürlich einfach aus Metall und da haben wir so eine Magnetleiste von Ikea drunter gemacht. Und dadurch klappert es halt jetzt nicht in der Schublade rum, sondern hängt da irgendwie praktisch aufgeräumt. Ja. Es geht schon, ich würde sagen, seit neuestem ist eigentlich kein Van mehr, sondern eher ein Tiny House mit dem neuen Strom. Wir haben uns jetzt auch einen Thermomix noch geholt. Ja, na klar. Weil wir, das ist halt praktisch zu zweit. Und es geht auch mit dem Strom-Setup und muss nicht so viel abspülen. Also, aber so ein Camper-Van ist es jetzt vielleicht dann nicht mehr. Also schon ein bisschen, fast ein Tiny House. Ja, wie macht ihr es denn gerade, wenn es, also es ist ja schon ein bisschen größer, das Fahrzeug, wenn ihr jetzt neue Stellplätze sucht. Wie geht ihr davor oder wie sehr schränkt euch die Größe ein im Alltag? Also schränkt schon ein. Wir hatten in Paris mal die Situation, dass wir zum Campingplatz wollten und es war irgendwie vierspurige Autobahn und dann kam eine Brücke, die einfach zu niedrig war für uns. Ja. Und dann mussten wir halt dort wenden. Also gut ist, wir fallen auf, also die Leute halten dann an und begegnen ihnen auch sehr positiv. Ja. Aber es waren schon viele Sachen, wo wir nicht hinfahren konnten, weil wir zu groß oder zu breit waren. Aber wir haben inzwischen auch Erfahrungen beim Gucken. Das heißt, wir schauen immer auf Google Maps vorher. Im Zweifel Street View, also Routenplanung, dauert schon länger. Ja. Aber es geht inzwischen jetzt. Ich meine, wir sind 16 Monate unterwegs und
Und dafür natürlich die kleine Vespa dann hinten drauf, das ist dann praktisch. Man kann dann doch mal einen kleinen Einkauf nochmal mit der Vespa erledigen. Genau, also eigentlich fahren wir in Städte gar nicht direkt rein, sondern stellen uns halt außen hin, wo wir uns sicher fühlen, wo wir den Bus gut stehen lassen können und fahren dann mit dem Roller rein oder öffentlich oder Uber. Also das ist eigentlich immer. Was ich ganz cool finde, dass ihr so ein bisschen eine Zweiteilung habt. Also ihr habt da eigentlich, was habt ihr hier hinten? Erklär mal. Genau, also erstmal haben wir, im Endeffekt ist es, eigentlich Büro und Schlafzimmer. Kann man die Tür noch zumachen hier? Ja. Genau, die Tür kann man zumachen. Genau, ja. Mit dem Leder aufmachen. Ja, genau. Ciao, Fabi. Genau. Das Bett, also es ist 1,40 x 2,20. Klappt das aus. Das ist so ein Murphy-Bett im Endeffekt. Ja. Und ja. Dann hier nochmal Stauraum wahrscheinlich. Ja, genau. Hier sind einfach Schränke drin, meine Klamotten. Genau, wir haben jetzt auch ein paar Auszugfächer gemacht, wobei das die nicht auf der Seite sind, sondern auf der anderen. Ja. Stauraum, Schlafmöglichkeit, Klamotten und eigentlich nochmal ein bisschen Privatsphäre, wenn man mal möchte, mit dem einzig abgetrennten Raum. Ja, genau. Also es ist schon gut, weil ich, also zum Arbeiten kann ich hier den Schreibtisch reinschieben. Das heißt, wenn wir die Tür dazu schließen, habe ich halt ein eigenes Büro. Okay, und das ist jetzt hier auch dein Büro sozusagen? Das ist mein Büro, genau. Also wir sind gezwungen aufzustehen zum Arbeiten. Ja, richtig cool. Ja, mega. Ja. Die Tür hinten, benutzt ihr die? Die benutzen wir, ja. Man kommt auch, wir haben auch hier noch eine Terrasse. Aber wir müssen jetzt mal gucken, weil wie ihr an der Zoe sehen könnt, da sind Katzen. Und wenn ich jetzt aufmache. Die lassen wir mal lieber zu, die Tür. Aber theoretisch. Man könnte, ich halte sie auch halt einfach fest. Zoe, komm mal her zu mir. Ja, also man kann hier aufmachen. Hallo. Sommer sitzen wir auch öfter hinten draußen, Zoe bleibt da. Es ist ja kein Camping, wenn es zum Fahrzeug gehört. Das heißt, wenn wir da eine Decke hin tun und so, haben wir öfter auch hinten mal ein Glas Wein noch getrunken oder so. Also es war richtig war cool. Ganz praktisch. Machen wir mal lieber wieder zu, bevor sie ausschlawinert hier. Genau, und dann fehlt eigentlich nur noch das Bad. Habt ihr natürlich auch, also das darf nicht fehlen. Ja, also wir haben eine Trockentrenntoilette noch und wir haben sogar so eine kleine Waschmaschine da. Ah, nice. Die benutzen wir aber eigentlich nicht oft, weil du halt sehr viel Wasser brauchst. Das sind einfach nur so zwei. Der eine schleudert und der andere trocknet dann. Mhm. Also beim einen wäschst du, beim anderen schleuderst du dann trocken. Ja. Aber jetzt bei ein, zwei Stellplätzen, wenn du irgendwo Wasser hast und du halt keine Lust hast, den ganzen Bus zu bewegen, dann haben wir so ein paar Sachen schon mal gewaschen. Aber das ist cool. So super oft, eigentlich waschen wir meistens in Waschsalons. Wie viel Wasser habt ihr dann als Tank? Im Bus insgesamt, meinst du? Ja, genau. Also wir hatten erst 90 und haben dann nochmal 130 nachgerüstet, also 220 jetzt. Okay. Also und kommt man schon eine Woche auf jeden Fall. Ja, mindestens, genau. Also wir wollten eigentlich jetzt keine großen Abstriche machen, sondern Wassernutzung ähnlich wie zu Hause. Ja. Bisschen weniger ist es jetzt schon, aber wenn wir sparsam sind, würden wir auch zwei Wochen locker hinkommen. Ja. Ja, auch mit normal duschen und genau. Mega, richtig cool. Also ich würde noch mal ganz gerne ins Cockpit gucken, weil es natürlich schon ein außergewöhnliches Fahrzeug ist. Und da sind ein paar Knöpfe, die jetzt nicht jeder Fiat Ducato hat, glaube ich. Ja. Deswegen lass uns mal nach vorne gucken. Ja, gerne. Das Erste, was mir an diesem Bus aufgefallen ist, ist, wie man diese Tür aufmacht. Das finde ich total abgefahren. Ich dachte immer, man drückt da einen Knopf und die Tür geht auf. Nee, man hat hier ganz oldschool einen Hebel. Ja, mach's mal bitte. Ja, gerne. Also, können die Schulkinder reinkommen und zum Zumachen hakst du eigentlich so ein. Und das ist also sehr mechanisch. aber auch safe. Also, wenn jetzt von außen jemand irgendwie versuchen würde, aufzumachen oder so. Ja. Wir haben auch nochmal ein extra Schloss angebracht draußen. Okay. Also da fühlen wir uns eigentlich schon sicher, wenn es einmal eingehängt ist. Mega. Genau. Ansonsten können wir sogar noch unsere Stoppschilder ausfahren und die Lichter anmachen. Das sind diese hier unten. Ja. Also da fährt es dann quasi raus und ist ganz witzig. Ja. Macht da gerne mal. Ja. Offiziell können wir das natürlich nicht. Ja, nein, natürlich nicht. Also Tür weghören bitte. Ja. Genau, das ist die Handbremse. Ah ja. Die ist auch unauffällig. Sieht aus wie ein Schleudersitz so ein bisschen. Einmal ziehen und du fliegst weg. Ansonsten ist es eine Automatik. Wir haben lange Probleme gehabt, in den Bergen bergab zu fahren, weil das schon Gewicht hat und von hinten anschiebt. Aber inzwischen, ich kann so im vierten, zweiten und ersten Gang kann ich auch runterschalten und mit Motorbremse. Dann geht das. Jetzt, man fährt halt einfach sehr langsam bergab, aber es geht inzwischen. Wie ist es vom Fahrgefühl? Würde ich schon sagen, es ist schon nicht mehr PKW-Niveau, ist schon noch ein bisschen anspruchsvoller zu fahren, oder? Ja, es ist, also
anders einfach. Es ist eigentlich ein LKW, aber ein sehr lauter dafür. Also ja. Das ist halt, die Amis kennen da nichts. Also es ist schon, wir haben alles noch isoliert vom Motorraum selber, weil das sehr laut war. Du konntest dich fast nicht unterhalten. Ja. Also es ist schon kein mega angenehmes Gefühl. Vor allem Nikola, also der, das ist ja so ein LKW-Sessel, der federt mit. Ja. Aber auf dem Beifahrersitz. Du hast halt, nicht. Ja, du hast eine Blattfeder dann ab und zu mal. Du hast halt eine Blattfederung unten, die ist ziemlich hart. Ja, ist nicht der größte Komfort, aber man gewöhnt sich eigentlich dran. Und okay. Ja, das geht. Cool. Und sonst, ihr werdet jetzt nicht die nächsten Formel-1-Fahrer wahrscheinlich damit. Wie ist so der Spritverbrauch und wie ist so euer Fahrverhalten? Ja, also bei uns ist so, wir sind eher sehr gemütlich unterwegs. Wir haben jetzt auch nicht, wir müssen jetzt nicht alle Länder der Welt oder Europa bereisen, sondern da, wo es uns gefällt, bleiben wir auch länger. Mhm. Das heißt, wir fahren eigentlich nicht so viel. Wenn wir fahren, ist der Verbrauch sehr hoch. Wir brauchen zwischen 30 und 40 Liter Diesel auf 100 Kilometer. Also im Schnitt so 36, glaube ich, oder so. Also es tut schon richtig weh. Und fahren auch nicht schnell, also so zwischen 70 und 80 würde ich sagen normalerweise, genau. Ja. Aber was fasst der Tank? Wie 200 Liter gehen rein. Ah, 200 Liter, das geht ja schon fast wieder. Ja, ja, okay. Genau. Du musst es natürlich umrüsten lassen, weil das alles auf Meilen war, bevor du das dann in Europa fahren darfst und offiziell TÜV bekommst. Ach, tatsächlich, es muss KMH draufstehen. Ja, genau, und die erkennen auch die Herstellerpapiere nicht an, also das ist ein Bus von International, das heißt, du musst das alles quasi neu eintragen lassen beim TÜV. Hm. Und das macht es oft kostenspielig dann. Okay. Wir haben da aber einen guten Partner gehabt, der das für uns gemacht hat, aber normalerweise, also kann halt, wenn du alles neu eintragen lassen musst, komplette Fahrzeug, Lichtgutachten und so, da kann es dann schnell teuer werden, weil die Busse an und für sich sind eigentlich sehr günstig in den Staaten zu haben. Die kommen halt immer wieder viele auf den Markt und klar. Genau, das geht eigentlich. Ja, dann haben wir hier noch so viele lustige Knöpfe. Also das sind die zwei Ventilatoren, die man hier steuern kann. Du kannst die Außenspiegel, die also enteisen lassen. Ah, voll. Und ja, aber es ist alles sehr, sehr mechanisch. Schaut fancy-mäßig aus, als es ist. Mhm. Lustig war auch dieser No-Noise und Noise-Schalter. Weil damals ging sie noch eine Rückfahrkamera gehabt und die ging aber nicht mehr. Und wir haben uns gedacht, ja fuck, was ist jetzt? Also das ist schon angenehm, wenn ich rückwärts fahre, dass ich so ein bisschen wenigstens was sehe. Ja. Und dann hatten wir den hier auf No-Noise gestellt und das Einzige, was No-Noise macht, ist, dass es alles andere ausschaltet. Also No-Noise heißt, keine Ventilatoren, alles andere Elektrik aus. Ach. Und wir mega aufwendig durchgemessen und gesucht, wo ist der Fehler. Und ja, so haben wir rausgefunden, was dieser Schalter heißt. Deswegen hat Nikola hier auch Nein hingeklebt. Als Schalter. Ja. Ja. Wir haben uns auch hier immer noch so ein paar, also die Länge hin oder die Höhe und die Breite so ein bisschen. Dass wenn du unterwegs bist halt und dann schnell reagieren musst oder so in der Brücke siehst, wie hoch ist die. Das, eigentlich hast du es jetzt drin, aber ja, so. Das kann ich auch nur jedem empfehlen. Also das mal zu machen einfach. Man merkt sich es einfach schneller, wenn es nochmal irgendwo schriftlich steht und das im Cockpit ist. Entspannt auf jeden Fall. Ja, definitiv. Wir zeigen euch natürlich jetzt auch nochmal den Motor, weil das ist jetzt auch nicht so das Alltägliche, den man normal sieht in einem Pkw. Ja, unsere Erfahrung, da sind vor allem viele ältere Männer immer sehr interessiert. Ja, ja, glaube ich. Das glaube ich. Ja, das war Motor, würde ich sagen. Hier sind diese ganzen Dämmmatten, die wir noch mit reingenommen haben, dass es einfach nicht so laut ist. Ja. Und ich würde schon sagen, hat was gebracht. Also so 30% ist es besser. Das Gute ist, dass die Motoren relativ simpel gebaut sind. Also der Verbrauch tut natürlich weh. Ja. Aber die laufen auch relativ lang. Also bisher hatten wir eigentlich noch keine, mit dem Motor oder so noch gar keine Probleme. Ah, ja, okay. Und werden auch noch hergestellt. Das heißt, im Worst Case, wenn es kaputt geht, müssen wir es halt importieren. Also wir starten jetzt mal den Motor, weil wir ja echt gespannt sind, wie sich das anhört. Es soll schon lauter sein. Ich bin mal gespannt, ob das auf der Kamera auch so rüberkommt. Aber ist schon ein großer Block hier. Es ist schon interessant. Sanno hat gesagt, es dauert jetzt ein bisschen, den anzufahren. Da müssen jetzt wahrscheinlich erstmal ein paar Flüssigkeiten fließen, bis der angeht. Es dauert immer ein bisschen länger, bis wir losfahren können, weil das Bremssystem ist anders. Also der pumpt quasi die Bremsflüssigkeit in die Membrane links und rechts, ist das Geräusch, was man gerade hört. Und erst dann können wir eigentlich starten, erst dann kann er den Druck aufbauen. Das müssen wir auch erst lernen, wir dachten nämlich, unsere Bremsen sind kaputt. Und wir haben dann bei Just Ask online was eingestellt, für $5 wurde uns die Frage beantwortet, dass es normal ist. Und ja, aber es dauert auf jeden Fall, schnell wegfahren ist nicht.
immer mal außen rum. Was man natürlich gleich sieht, ist oben das Roof Rack, der Gepäckträger, der Dachgepäckträger und ein größeres Vehikel. Ja, mit Nikolas Papa zusammengebaut. Also das Boot kann man ausklappen, dass man auf der Dachterrasse Platz hat. Zum Sitzen können wir später nochmal hochgehen. Ja. Genau, und Surfboard ist auch oben drauf. Da wird mich natürlich als erstes interessieren, wie kommt ihr an das Ding dran? Also wie lasst ihr das runter? Genau, das ist einfach nur, wir können es uns oben angucken, ist ja. Einfach, du klappst es auf, dann rastet es ein und das kannst du ganz leicht wieder, wieder lösen und wieder zurückklappen. Easy. Und dann ist mit Spanngurten einfach nur festgemacht an der Dachterrasse. Genau. Cool. Der hat uns schon öfter den Arsch gerettet, ist ein Generator drinnen, falls wir wirklich mal gar keinen Strom hatten. Ah. Können wir den anschmeißen, läuft irgendwie so 8-9 Stunden und ja, durch die Lithiumbatterien, die nimmt sich ja ziemlich viel, was sie kriegt. Ja. Und ja, den haben wir, also 2-3 Mal hatten wir schon im Einsatz und der hat uns echt, der war echt wichtig. Gerade wenn du irgendwie ein wichtiges Meeting hast oder so und dann nicht weg kannst, dann klar. Hat uns das schon oft geholfen. Ja, genau. Das ist nice, das ist richtig gut. Und hinten ist, habt ihr noch einen Anbau? Das gucken wir uns auch noch an, natürlich. Genau. Ja, also das ist einer sehr schönen Holzverzierung, das sieht sehr geil aus. Ja, vielen Dank. War sehr viel Arbeit. Ja, leider hat es die Witterung nicht so ausgehalten, aber trotzdem cool. Alles einzeln ausmessen, einlassen, abschleifen. Mit Bootslack haben wir versucht, es möglichst irgendwie unsere Mini-Terrasse hier wetterfest zu machen. Aber wie ihr seht, ja, Wärme, Kälte, Feuchtigkeit ist einfach... Und hier kommt dann auch euer Roller drauf. Da kommt auch der Roller drauf, genau. Man kann das quasi hier so hochklappen. Ah ja. Hier haben wir noch so ein Art Mini-Garage, wenn ich es denn aufbekommen würde, wo die Rampe drinnen ist. Mhm. Genau, das ist auch unser, ja, so eine lange Rampe, da kann man den Roller einfach hochrollen. Ja. Ja, Spanngurte und sowas sind da noch drin, Wasser und Strom, falls wir uns irgendwo anstecken müssen. Ja. Und ja, ist ganz praktisch, weil cool. Stauraum ist trotzdem, also wir haben es trotzdem geschafft, alles trotz der Größe des Busses alles voll zu machen. Voll. Ja, es sammelt sich an, ja. Aber es ist, also wir haben jetzt auch keine Wohnung mehr oder so. Das heißt, alles, was wir haben, ist im Endeffekt hier. Mega, finde ich schon richtig cool. Ich würde sagen, als Highlight gucken wir noch auf die Dachterrasse hoch, was sich da so alles befindet. So, wir befinden uns jetzt hier oben auf der Dachterrasse von den beiden und die ist einfach nur traumhaft, anders kann man das nicht beschreiben. Man hat hier richtig viel Platz und ja, sogar ein großes Boot hat hier oben Platz. Hier vorne seht ihr noch ein paar Solarpaneele. Neben mir ist der Schornstein vom Kamin. Ja genau, also es war gar nicht so einfach, der war nämlich am Anfang immer undicht und wenn du fährst, hast du halt irgendwie Wind und es hat am Anfang immer ein bisschen, lief Wasser runter. Deswegen haben wir jetzt so eine Konstruktion uns dafür entschieden und seitdem klappt es eigentlich echt gut. Also ansonsten haben wir hier oben natürlich noch viel Stauraum, Hundefutter, Angeln und solche Sachen sind da noch. Und alles voll mit irgendwelchen Sachen, die wir selten benutzen. Das ist Kategorie Dachboden, würde ich sagen. Ja, stimmt. Wobei die Auferklötze, die haben wir schon öfter benutzt, aber die schauen schon ein bisschen ramponiert aus, weil wir haben uns in der Nähe von Nazaré in Portugal festgefahren. Und haben versucht, uns damit quasi wieder Glück zu geben. Und jetzt einfach durchgespült. Ja, und aus 4 ist, also 2,5 sind jetzt noch da. Der Rest liegt irgendwo in den Tiefen von Nazaré. Ich hoffe, euch hat die etwas andere Roomtour gefallen. So ein Fahrzeug sieht man wirklich nicht jeden Tag. Vielen Dank, ihr zwei. Habt ihr sehr gut gemacht. Danke, gerne. Ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Wenn dem so ist, lasst gerne ein Like da. Und falls ihr noch eine Roomtour sehen wollt, wir haben in Tarifa noch ein paar Buddies von uns auch gefilmt und die haben ihre Roomtour gezeigt und das könnt ihr hier sehen, das Video. Den Insta-Account von den beiden findet ihr unten in der Videobeschreibung. Schaut auf jeden Fall gerne vorbei. Und wir genießen hier oben jetzt noch einen Sundowner. In dem Sinne, macht's gut alle zusammen. Tschüss. Ciao.